Ich hatte eine Frage, angesichts dieses Falls da im Kanzleramt, reichen Ihnen die Vorkehrungen im Parlament weiterhin aus? Ich nehme an, ja, oder? Also Sie meinen diesen Plexiglas-Parlamentarismus, wo man schon alle 2 Meter über einen Desinfektionsspender stolpert. Ja, also einen sichereren Ort, glaube ich, als das Hohe Haus kann es gar nicht geben. Der Herr Blümel kann ganz beruhigt in den Nationalrat kommen. Er steht dort hinter einer Plexiglaswand. Die Redner befinden sich seitlich von ihm. Es kann ihm also niemand ins Gesicht husten. Für seine Sicherheit ist gesorgt und für unsere Sicherheit auch. Also so gesehen kann nichts passieren, dass er vielleicht auf einer anderen Ebene die eine oder andere abbekommt. Das würde ich nicht ausschließen.